Es geht um das Thema Heizen im Tiny House. Üblicherweise macht viele das mit der Klimaanlage. Man kann es aber auch mit einem großen solarbetriebenen oder einer großen solarbetriebenen Wärmepumpe machen. Und das wird also gerade hier gezeigt. Sie ist hier drin, Visolar von Fissmann. Und hier oben sieht man sehr schön am Stand von Tiny Domo. Das ist so üblicherweise, wie das Ganze gebaut wird. Hier oben eine Luftwärmepumpe von Samsung drauf. Eigentlich eine Klimaanlage, die ich umkehren kann zur Heizung und dann ungefähr im Verhältnis 1:3 Energie reinstecke und das Dreifache an Wärme rausbekomme. Ich zeige es mal gerade von der anderen Seite, dass wir das Haus mal sehen. So sieht es von der anderen Seite aus. Das heißt, die eine Seite ist immer ein bisschen höher wie die andere, damit man das Gefälle nutzen kann, wenn es regnet. Das fließt dann zur anderen Seite ab. Und hier ist ein Technikraum. Da können wir mal reinblicken, das Ganze hier gemacht ist. Also hier noch jede Menge Platz für Sicherungsautomaten, Gasflaschen und. Hier der Ausbau noch nicht final. Hier oben ist die Spannungseinspeisesteckdose. Und von der Seite sieht es so aus. Ich zeige es euch mal von der anderen Seite. Eine Echtholz-Sichtfassade hier drauf. Und da sieht man auch nochmal sehr, sehr gut die Dachneigung, die hier zu sehen ist. Ja, wir gehen mal rein. Drinnen steht die große Luftwärmepumpe, die natürlich für fest installierte Anwendungen gedacht ist. Ja, sie muss natürlich dann vorher auf einem Fundament gesetzt werden. Das Außengerät, das kennt man. Und so hat man die Möglichkeit, also alles komplett mit der Wärmepumpe zu machen, inklusive Duschen. Das ist ja Heizen, Strom und Warmwasser in einem Komplettsystem über Solar. Wir gehen mal kurz rein. Da steht sie. Also das ist das Außengerät, so oder so ähnlich kennt man sie ja schon, aber das ist jetzt hier ein neuester Stand, der Verdampfer, der im Außenbereich ist, das Thema mit der Luft macht. In Deutschland wird es ja auch immer wärmer, sodass der Wirkungsgrad dieser Anlagen natürlich auch entsprechend steigt. Da hat man hier die Steuereinheit im Gerät und hier sieht man jeweils dann den Zu- und den Ablauf des Kältemittels, was denn hier verwendet wird und dann die Energie nach innen bringt. Tiny House, hier auch nochmal mit fester Dusche. Die Dekore an den Wänden auch hier wählbar, in dem Fall in so einer Natursteinoptik hier mit drin. Und von Camark jede Menge Einbaumaterialien, unter anderem hier die Toilette mit drin. Tiny Häuser, eins schöner wie das andere hier, diesmal von tinydomo.com. Und wir werden uns gleich mal geführt, mal ein Tiny House angucken von Tiny Domo. Vielen Dank fürs Einschalten. Also, Fissolar Nexus E6. Da steht sie. Und das werden wir uns jetzt gleich mal angucken im nächsten Video. Tschüss.